So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir hinein nach Nordgallien, je nachdem, was man will. Und es sieht schon mal sehr lustig aus. Auch viel Wasser. Und da scheint auch irgendetwas zu sein. Rotes Licht. Interessant. Halt, bleib oben, da frierst du. Du erfrierst, Asterix. Junge, Mensch, bleib doch oben. Kurz mal die Tastatur her, so, damit man die nicht zugleich hört. Und der Kerl ist auch schon wieder da. Ziemlich kalt hier. Diese Kabelplattform funktioniert nicht automatisch. Jemand muss sie ziehen, damit sie sich bewegt. Asterix muss sich auf die Plattform stellen und Obelix darunter. Du musst auf die Aktionstaste drücken, damit Obelix das Seil unter der Maschine ergreift. Wenn Obelix die Plattform ziehen und sich gleichzeitig bewegen soll, musst du die Aktionstaste gedrückt halten. Hier sind vor nicht allzu langer Zeit gallische Gefangene an Land gebracht worden. Schneller! Ihr müsst sie einholen! Ja. Das habe ich auch vor. Was zum Geier ist denn das da? Okay, erstmal ein paar Römer zerkloppen. Mal wieder. Unsere Lieblingsbeschäftigung. Wisst ihr ja alle. Ja, komm schon. Na, geh schon. Doch nie. So. Aua. Au, Backe. Jetzt geh doch. Junge, alter Scheiß. Habe ich in den letzten 4 Tagen schon wieder verlernt, wo ich es nochmal gespielt habe. Die Aufnahmen habe ich nämlich alle auf einmal gemacht. Müsst ihr wissen. Und... Jo. Gleichzeitig. Und... Volle Bullet Power. So, schade. Wir haben keine Spezialattacke. Finde ich schade. Also ich gedacht, wir könnten ja da... hochspringen und dann so einen super Luftschlag machen. Erstmal heilen. Das hat sehr viel gebracht. Mensch, wenn ich dran denke, dass wir jetzt schon die Kongo hätten von Gallien. Tschüss. Sonst noch jemand? Ah ja, ihr. Nein. Tschüss. Auf Wiedersehen. Upp. Das sind auch noch Felder. Und das da ist auch noch da. Yes. Yes. Jetzt geht's aber rund hier. Aber da rein. Hat euch eure Eltern nicht beigebracht, dass man zu geil ja nett ist? Nein, dann habt ihr was versäumt. Erstmal heilen, ey. Diese Schlacht war ja mal sowas von übel. Kamera richten. Das noch irgendwas. Da sind noch Helme. So, nicht wenig. Oh, Bogenschütze! Bogenschütze! Yes! Haha! Ey, der verliert ja gar keinen Helm. Was soll denn der geht? Helme. Was ist da drin? Oh, das war... Ja. Hätte mich auch schwerst gewundert, wenn da keine Helme drin gewesen wären. Wir wissen ja schon seit dem letzten Asterix-Part, dass man mit den Helmen sich Sachen bei dem brasilianischen Händler holen kann. Finde ich ja extrem lustig. Der Asterix spielt ja, wie wir alle wissen, 50 vor Christus. Habe ich ja auch schon gesagt beim Video von mir. Wuff, wuff. Und dann ist Amerika schon entdeckt und der andere rennt schon mit der brasilianischen Flagge rum. Da habe ich gedacht, okay, da geht was schief. Kann ich da nicht hoch und dann da drüber springen? Ah, nein, das geht leider nicht. Scheiße, jetzt habe ich vergessen auf die Uhr zu gucken. Ich glaube, ich nehme jetzt schon seit 4 Minuten auf oder so. Hey, Obelix! Nein! Oh, nee, komm schon. Obelix, jetzt... Oh, jetzt hat das Ding einen Hänger. Wahnsinn. Ich kann nichts machen. Der fällt, aber ich kann
Oh, Junge, jetzt geht doch runter. Jetzt geht doch da runter. Oh, nee, ich kann nicht. Oh, Scheißdreck. Was mache ich für eine Scheiße? Was habe ich da für eine Scheiße gemacht, Jungs, Mädels? Oh, Mann. Okay, Leute. Kurzen Augenblick, bitte. Ich muss das Spiel nochmal neu laden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Ich habe jetzt den Fehler nicht gemacht, wie ich vorhin gemacht habe. Und zwar mit Asterix da mit Obelix versuchen, diese Helme einzusammeln. Und vor allem den Plus 3er. Ich mache das jetzt mit Asterix, weil der scheint mir da etwas leichter zu sein. Das, für solche Sachen. Und jetzt schnell, 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 Asterix, schnell da hoch. Ja, wir wollen das ja auch noch ausnutzen können. Nämlich indem wir da die Kisten aufladen. Wären wir jetzt blöd, wenn wir das nicht machen würden. Ah, schade, hat niemals ganz gereicht, aber immerhin für etwas. Hey, da ist noch ein Helm. Jetzt. Okay, und kann ich da auch noch rum? Das scheint mir so zu sein. Hoppla. Kurz Kamera drehen mal wieder. So. Und jetzt geht's auch endlich mal weiter. Hier. Kurz auf die Stoppuhr klicken, dass ich weiß, wann ich die Schnitte machen soll. Klasse. Super. Hey, da sind noch. Das sind noch Blitze. Hat sich wenigstens etwas noch rentiert. Oh fuck. Aber irgendwas hat es doch noch mit dem Licht da auf sich. Das kann doch nicht sein. Ah, das ist ein Schalter! So. Schalter gedrückt und jetzt? Was ist da jetzt anders? Mir fällt kein Unterschied auf. Ah, da oben sind noch mehr. Fällt mir gerade ein. Also, fällt mir gerade auf. Okay, ziehen. Aktionstaste gedrückt halten war es ja. Und Römermetzeln, yes. Römermetzeln. Immer mehr Römer. Oh, ist das toll. Ziehen. Ah, da ist er. Habe ich gar nicht gesehen. So, und rullalalala. Asterix, etwas rüber. Ah, ich darf nichts machen. Mein Extraschild ist bald weg. Und ich hält das nicht lang. Es wäre sehr dramatisch, wenn das lang halten würde. So, Asterix. Der Obelix kommt sicher alleine zurecht. Da hinten. Was war das? Da ein Schalter. Da ein Schalter. Oh, geil! Und der war noch mal 3 multipliziert. Wow, das bringt Helme. Das bringt Helme, ey. Haha. Also, das hat sich gelohnt. Und wo sind wir jetzt? Hä? Achso, wir sind jetzt wieder runtergesprungen. So läuft's doch. So läuft's doch echt. Hoppla, da ist ja ein Tor. Eine Binde? Geht's da lang? Ah, okay, ich hab's geschnallt. Juhu! Heiliger Strohsack, also das geht ja extrem schnell voran. Punkt 1. Punkt 2. Noch irgendwo ein Punkt. Einem fehlt noch. Ah, Punkt 3. Jetzt wieder hoch und auf den Schalter treten. So. Ein Lorbeerkranz haben wir gewonnen. Ist ja auch schön. Einer von 11. Wonderful. So, dolle. Sei vorsichtig. Diese große Plattform voller Römer ist ein Aufzug. Stell dich drauf. Und entledige dich der Römer, damit sie sich nach oben bewegt.
Oh, da scheint was zu sein. Mal wieder Trippelhelmenkönig. Aufschlagen, aufschlagen. So, und da ist schon wieder so ein Händler. Jetzt holen wir uns erstmal die Combo. Da haben wir jetzt genügend Punkte. Guten Tag, mal sehen, was ich auf Lager habe. Ja, hallo, erstmal. Wut-Kombo, Fallhammer-Kombo, kaufen. So, 1808 Helme haben wir noch, das reicht noch für ein paar Schilde. So. Du kannst jederzeit wieder vorbeikommen. Bis zum nächsten Mal. Nietzsche, Nietzsche. So. Okidok. Kann man sich die Kombo irgendwie anschauen? Ich schau mal kurz nach. Verbesserung. Ah ja, da sind die. Fallhammer-Kombo. Oh Mann, die Zeichen, die... Also springend scheint greifen zu sein. Da holt er ja immer einen Kreis aus. Und Aktion. Okay.